Mein Name ist Silvia Ferrino, ich bin Direktorin der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums und die Kuratorin der Velázquez gewidmeten Ausstellung. Das Kunsthistorische Museum besitzt einen ungeheuer wertvollen und reichen Bestand an Porträts. Es sind alles dynastische Porträts, die noch zu Lebzeiten des Künstlers an den Wiener Hof gesandt wurden. Ziel dieser Ausstellung, der ersten in Österreich und in ganz Mitteleuropa, ist es jedoch, Velázquez über das dynastische Porträt hinaus in all seinem Schaffen zu präsentieren. Von den frühen Bodegones oder Küchenstücken bis hin zu den unendlich berührenden Poesien und Fabeln seiner Spätzeit. Wir präsentieren großartige Gemälde aus zahlreichen Sammlungen der Welt. Hauptleihgeber ist natürlich das Museo Nacional del Prado in Madrid, weiters die National Gallery in London mit der berühmten Rokeby Venus, der Wasserverkäufer vom Londoner Apsley House, der zweijährige Balthasar Carlos mit Hofzwerg aus dem Museum of Fine Arts in Boston und vieles mehr. Ich lade Sie herzlich ein, ab 28. Oktober ins Kunsthistorische Museum zu kommen. Sie dürfen diese Ausstellung nicht versäumen.